Liebe Gelsenkirchnerinnen und liebe Gelsenkirchner, die Sonne scheint, das Wetter lädt dazu ein, sich draußen zu tummeln, sich zu treffen und gemeinsam Spaß zu haben. Das geht gerade im Moment nicht. Wir wissen, dass es jetzt darauf ankommt, das sagen uns alle Experten, die sozialen Kontakte deutlich herunterzufahren. Deshalb mein ganz dringender Appell an Sie, fahren Sie Ihre sozialen Kontakte herunter, bleiben Sie zu Hause. Warum? Weil wir dringend die Ausbreitung des Coronavirus reduzieren müssen. Und zwar insbesondere, um alte, um schutzbedürftige Menschen zu schützen. Mir hat erst heute noch jemand aus dieser Gruppe geschrieben, wie sehr er sich wünscht, dass dieser Appell auch in der Bevölkerung umgesetzt wird, weil diese Menschen Angst um Leib und Leben haben. Ich weiß, das ist für uns alle ungewohnt, zu Hause zu bleiben, nicht mit anderen zu kommunizieren, nicht gemeinsam Spaß zu haben. Aber es kommt jetzt genau auf diesen Schritt an. Zu Hause bleiben, soziale Kontakte herunterfahren. Ich weiß aus der Erfahrung, wie besonnen, unaufgeregt und hilfsbereit die Gelsenkirchnerinnen und Gelsenkirchner sein können. Und gerade in dieser jetzt schwierigen Situation bitte ich Sie erneut genau darum. Bleiben wir besonnen, bleiben wir hilfsbereit und achten wir auf die, die rechts und links von uns stehen. Vielen herzlichen Dank.